Ja, hallo und willkommen zu einem kleinen Let's Trash, wie ihr da sehen könnt. Legends of Wrestling Nummer 2, das ist für den GBA und ich habe Angst. Also, ihr könnt mich auch hier sehen mit Kamera, ne? Und ich komme gerade vom Duschen, frisch rasiert, ne? Und ja, ich dachte mir, ich fange was Neues an und was zur Hölle? Das ist blind, da geht's nicht. Wir haben hier Hulk Hogan. Scheiße, die Grafik ist der Burner. Bret Hart. Jerry the King Lawler. Big Power Pump. Steiner. Rowdy Piper. Bruno Sammartino. Und Sid. Noch mehr? Eddie Guerrero. Aha. Ah, The Animal. Owen Hart. Bam Bam Bigelow. Superfly, Jimmy Snooker, World Warriors. Ja, ich suche gerade ein. Sheik haben wir auch. Sabu, Ryan Pillman, Harley Race, Coco Beware, Dr. Death, Steve Williams. Er sah für mich aus wie hier Ted DiBiase. Eddie Gilbert, Shawn Michaels, irgendwie. Nein. Glaube ich nehme Bam Bam Bigelow, oder? Ja, oder? Nee, wir nehmen. Er sieht für mich auch voll aus wie John Cena gerade. Wen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Bam Bam Bigelow. Good to meet you, baby. The mouth of the south is here to take you on the road to glory. I'll be getting you matches and all you have to do is try your best. If you work hard, you'll get gold someday, baby. Was zur Hölle? Also, wir gehen mal so Richtung New York und so. Ja. Okay, get ready to team up with George, the obviously cross the chicken to your clip. Bam Bam Bigelow. Scheiße, Entschuldigung, aber oh Gott. Das sieht so geil aus. Oh yeah. And the Animal. Bitte. Mach deinen Auftritt. Mach deinen Auftritt. Ich mach mich hier zum Affen. Hä? Jerry the King Lawler? Nee. What the fuck? Okay, and was? Ja, Steve Williams. Haben die alle die gleiche Musik? Haben die irgendwie nicht so versucht, irgendwie Musik zu haben? Ach so, mein Partner ist, glaube ich. Ah, okay. Attacke. ETF. Ah ja. Viel A drücken. Hä? Was? Hä? Eintecken. Okay. Was? Ja. Ja. Oh, okay, ich bin der. What the fuck?
Dieses Game macht mir Angst. Kann irgendwie nichts machen hier. Aha. Okay, das ist irgendwie crank. Das ist ja ein Let's Trash hier und ich denke mal, das lässt ein paar Tieren nicht mehr auf. Das ist irgendwie. Ja? Hä? Aha. What? Okay, komm. Was? Was macht ihr da? Ja, okay, zurück in den Ring. Ah, es haben geschlagen. Aha. Aha. Hallo. Ey, ich kapier das Game nicht. Das ist mir gerade erst zu hoch hier. Also. Ja. Schnell A drücken. Ah, geschlagen. Okay. Also, ich weiß, wenn ich mich bewege, dann nimmt es die A-Taste nicht an. Ja, getreten. Okay, ich mach irgendwie A und ein bisschen Button Smashing. Okay. Wenn man es weiß, ist es eigentlich totaler Schrott. Also, wie man so früher spielen konnte. Yo. Hab irgendwie gekontert. Na, da gar keine Chance, der Lappen. Was los? Ja. Nein. Das ist in Ruhe. Bah, haben sie ihm vorgegeben, ey. Ah, ja. Scheiße. Ja. Komische Geräusche. Was machst du da? Was muss er eintacken? Hier, tag ein. Yes. Ja. Okay. Highspot Bonus? Das Game ist irgendwie mir so krank. Also, ich weiß, es ist ein Game Boy Advance Game, aber. Boah! Alter, voll das Killer hier! Bah! Ich skill hier voll rum. Wir noch das Match schaffen! Ja, irgendwas wirken. Oh, Pile Driver war es, glaube ich. Oder so was in der Art. Also auf jeden Fall, wenn euch sowas gefällt von mir, dass ich mich zeige und ja, das ist ein trashiges Spieler, das ist ja ein Let's Trash, also
Es gibt davon keine weiteren Parts, weil... Oh, das ist schrecklich. Also, oh Gott. Ich werde dann noch ein paar WWF-Game mal WWF-Game probieren. Von Super Nintendo, Nintendo, GBA, Game Boy Color, den normalen Game Boy, PS1 wahrscheinlich, N64, mal ein bisschen rumprobieren. Okay. So, einfach irgendwas drücken. Hey, ich kann nichts machen. Es muss stillstehen. Ja, yeah, schlagt beide hier, ey. Wieso auch immer. Ich glaube, wo nur einen Tast drücken. Lass mich erstmal hier treffen. Ja. Also, ich drücke nur A, ne? Na, okay, dann ist es, oder? Ah, er blockt viel. Was machst du da? Wieso kommt jetzt der? Hallo, Disqualifikation. Zwei Leute im Ring. Irgendwas drücken, Button smashing. Nö, wirkt wohl nicht so, also. Ich glaube wohl, wir können uns ja gleich beenden. Was mit Pin? Oh ja. Irgendwas gedrückt. Ja, ich glaube, wir quitten mal hier, also. Es gibt noch Karten. Ah, wir können ja sehen, was die für, ja, wo, wie viel sie wiegen, wie groß sie sind, von wo sie kommen, wie sie heißen. Ja. Aber sieht schon sehr schlecht aus alles, also, oh mein Gott. Damit ist froh, dass ich jetzt in so einer Welt lebe, wo man WWE... Ich gehe mit mir in die Mitte. WWE Dings 12, WWE 13, was war 3 LP'n werde. Oh, ich mach Werbung für mich. Nee, ja, da bin ich froh, dass man wirklich sowas hat und ist sowas. Also, ich bitte euch. Ich hatte daran gar keinen Spaß gehabt und bin froh, dass ich diese Games nie angepackt habe, sondern Klassiker wie Mario World gespielt habe, was auch einfach besser ist und mehr Spaß macht als sowas. Der Sheik sieht irgendwie aus wie Hulk Hogan, nur ein bisschen brauner. Achso, das ist Sabu. Der sieht für mich mehr wie Eddie aus als er. Irgendwie. Oder, nee, sieht schon nicht wie Eddie-mäßig aus, aber... Ich hätte ihn nicht so auf Eddie Guerrero geschätzt. Nee. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Slide.